Die kalte und dunkle Jahreszeit ist eingetreten. Und darum möchte ich heute euch aus meinem kleinen Biergarten, in dem die dunkle und kalte Zeit nun auch angekommen ist, ein Bier für die dunkle Jahreszeit vorstellen. Ja, hallo, willkommen beim Bierkapitän. Heute mit dem Zwickel von Aktienbräu. Ihr seht es vielleicht. Ich sitze hier in Isolationsjacke mit Mütze, wie gesagt. Wir sind in der dunklen Jahreszeit angekommen und da möchte ich ein relativ dunkles Bier vorstellen. Das gute Zwickel. So, ein sehr ansprechendes Flaschendesign, wie ich finde. Schön mit Dübelverschluss. Schöne Flasche. Gucken wir auch mal, ob es einen schönen Trunk gibt. Ich weiß es ja eigentlich. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt noch was sehen hier in der dunklen Zeit. Das ist natürlich jetzt ein schlechtes Video, aber es ist nun mal die lange Nacht angebrochen. Es ist halt dunkel. So. Versuchen mal den Schaum so herzustellen. Ja, wir haben hier einen fein bis mittelporigen Schaum. Das Zwickel ist naturtrüb, unfiltriert. Daher sind hier keine Sachen zugesetzt für eine besonders stabile Schaumbildung. Aber ich finde, der Schaum macht seine Sache ganz gut, auch ohne Hilfsmittel, ohne extra Kohlensäure, ohne Eiweiß. Ja, ich habe nun aufgrund der dunklen Zeit auch einfach meine Taschenlampe eingepackt. So, aha, hier sehen wir das Bier schön. Hier sehen wir die Trübstoffe. Das ist ja wie gesagt ein naturtrübes Bier. Da sehen wir die Trübstoffe. Sehr gut. Das ist ein gehaltvolles Bier. Das ist gesund. Da ist noch was drin. Mehr Spurenelemente, Ballaststoffe. Hier auch der Schaum. Er steht. Geht nicht ganz so schnell kaputt. Ja, ich dufte mal. Ah, ein herrlich. Blende euch, ne? Ein herrlich malziger Trunk vom Geruch her. Ich kenne das Bier ja schon. Ich habe da jetzt eine Kiste von weg. Ja, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, ich halte noch mal drauf. Das Bier hat eigentlich eine schön orange Farbe, nicht? Es ist ein dunkleres, also kein Schwarzbier oder sowas, aber ein schön trübes, dunkles Bier, was so farblich voll ins Orange spielt. Orange. Ja, gebraut wird das Zeug von der Aktienbrauerei in Bayreuth. Vielleicht sollte ich mich hier beleuchten. Nur ein bisschen stark. Aktienbrauerei in Bayreuth. Eine sehr alte Brauerei, die auch Pioniergeist hatte und als erster zumindest in dieser Region anfing, Bier zu exportieren. Damals bis nach Thüringen zum Beispiel, was ja damals schon ein Weg war. Ja, nun zum Geschmack. Was kennen wir noch von der Aktienbrauerei aus Bayreuth? Ja, Hefels. Entschuldigung, Maisels Hefeweizen, ne? Maisels Weiße, das Bier auf seine schönste Weise, ist, glaube ich, jedem bekannt. Kommt aus demselben Hause wie das Zwickel hier. Ja, das Zwickel ist ein Kellerbier, ein Lager. Was ich an diesem Lagerbier schätze, ich mache die Flasche mal wieder aus. Es kippt irgendwie an keiner Stelle ins Säuerliche.
Also das mag ich, das finde ich immer störend, wenn hier ins Säuerliche gibt an der Stelle. Gerade bei Lager finde ich das störend, das ist hier nicht ein perfekter Geschmack. Ist auch nicht lieblich, also süffig, durchaus süffig, aber einfach so getreidige, halt malzige Noten. Richtig schön flüssig Brot. Ja, Zwickel ist ein anderer Name für Kellerbier im Oberfränkischen. Und das rührt daher, dass, also das ist halt ein Lagerbier, untergärig gebraut. Das hat man damals eigentlich nur in dieser kalten, dunklen Zeit getan, in der wir jetzt sind und das Bier genießen können. Weil es braucht dann so 8 Grad für die Gärung und das ist halt in der kalten Zeit besser zu machen als im Sommer, obwohl in Bayreuth haben sie auch Felsenkeller, da geht das ganzjährig. Also ein untergäriges Lagerbier, es wurde im Keller gelagert, Kellerbier. Und der Zwickel, der ist eigentlich am Fass unten reingeschlagen, damit man der Braumeister probieren kann, ob das Bier reif ist, ob es fertig ist, ob es an den Kunden gehen kann. Und der Braumeister war damals der Einzige, der diesen naturtrüben, ungefilterten Biergenuss zuteil wurde. Nur er hat probiert und weil er, der Braumeister, halt den Zwickel auf und zu machen konnte und von diesem Lagerbier im Keller kosten konnte, heißt es heute noch Zwickel. Halt auch, mach ich das die Lampe mal an, ich glaube, ihr seht mich ja sonst nicht. Also Prost, also schmeckt sehr gut. Ich finde hier keinerlei störende Noten. Schön süffig, hinten raus ein wenig lieblich, aber halt wirklich nicht zu viel. Ja, schöne Malznoten. Eine gewisse Fruchtigkeit kommt auch mit. Erinnert ein bisschen an Weizen. Na gut, Mais ist Hefeweizen. Es mag ja sein, man kann Kellerbier so oder so machen und es kann auch auf Weizen, man kann es auch mit Weizen machen. Ich finde aber für Weizen ist es sehr bekömmlich, ja, da kann ich echt ein paar von trinken, ohne im Kopf zu kriegen. Was bei klassischen Weizen nicht so gut funktioniert. Ich weiß aber nicht wirklich, ob ein Weizenrezept zugrunde liegt. Das weiß ich nicht wirklich. Was ich weiß, es ist ein Lagerbier, was im Keller gelagert wird. Und es ist trinkreif. Untergärig. Weizen ist halt auch untergehen. Ja, ich liebe dieses Bier. Gehört für mich zu den besten Bieren, die ich so kenne, was ich heißen muss. Jeder hat einen anderen Geschmack, aber ich würde sagen, wenn ihr das könnt ihr gerne ausprobieren, das Bier ist, ich finde es schmackhaft. Da sticht nichts raus, hat jetzt keinen extravaganten Geschmack oder so. Aber das muss ja auch nicht sein. Man muss es einfach schön süffeln können. So. Prost und tschüss, Leute.